So, hallo und herzlich willkommen auf YouTube. Ich möchte gerne ein bisschen mal ein paar Videos vom Livestream machen. Hallo, Livestream-Zuschauer. Wir sind gerade hier unterwegs. Wir haben viele Keys gesammelt auf dem Weg hierhin. Waren überall Hürden und Igen. Und jo, jetzt machen wir mal weiter hier auf dem grünen Ebene der Syrtis-Kämpfer. Jo, bin mittendrin. Naja, nee, ist ja schon klar, du kannst ja nur stunnen. Ich will schon klar. Kann ich auch stunnen. Ah. Wenn du stunnen kannst, kann ich auch stunnen. Nochmal stunnen. Oh, ich bin so böse. So backfired. Der Drago ist böse. Drago, also ich jetzt auch hier oben, Drago Basler. Also ich hab schon Drago geheißen, aber Drago ist Knight. Nightmare. Der Drago hat Nightmare. Wieso heißt eigentlich Nightmare Night? Nein, das heißt Nacht. Und nicht Knight. Jo, die werden sterben, die da drüber gehen. Die sterben jetzt leider. Also ich denke mal, sind dann viel zu viele, wenn sie dann dort ankommen. Es sind greedy Leute, also manche sind einfach viel zu greedy und sterben dann im Akkord. Ja. So. Ich habe momentan ein bisschen Probleme mit OBS. Es nimmt Videos nicht mehr richtig auf. Keine Ahnung, das ist ein Bug. Ich habe erst kurz ein Update noch installiert und seitdem geht es einfach nicht mehr richtig. Ich hoffe, dieses Video schon, weil ich habe noch zwei Minecraft Videos aufgenommen von Mine Colonies und die gehen irgendwie nicht. Dann machst du mal nichts. Okay. Ah ja, den muss ich ja haben. Genau, stimmt. Boah, wenn ich die nicht nutze, also weiß ich nicht. Miese Game, das geht. Schon Ewigkeit nicht mehr gebraucht. Da, wo es ablenkt, das Hindernis. Hä, wo ist der Typ, den kenne ich jetzt? Höchstpersönlich, ganz alleine, in der Arena. Scheinbar hinter dem Port oder so. Ganz oben. Das ist so ein blödes Key. Jo. Na, Hildchen. Der Rucksack gefällt mir überhaupt nicht. Egal in welcher Farbe. Ich würde ihn gerne haben, aber es tut einfach nichts machen. In einem Krieg hast du keinen Rucksack. Da hast du Leute, die hinterher den Rucksack tragen. Ich finde es irgendwie so ein bisschen komisch. Ein bisschen zu viel. Sind alle auf mich gegangen. Aber ich habe einen klaren Ziel, Robert. Wie viele Barbaren und. Oh, die Spieler sind einfach immer gemein. Aber gut, sind wir halt wieder zurück. Und wenn die Leute nicht immer die ganze Zeit würden, die einen den anderen nachlaufen wie kleine Äffchen, dann hätten wir hier ja wahrscheinlich viel mehr Leute gehabt. Aber typisch. Dieses greedy Zeugs immer. Ist doch nicht normal. Das ist einfach der Entwickler, der will halt, dass man irgendwelche Sachen farmt. Da sind sie so mega greedy und laufen immer irgendwo anders hin, den anderen Spielern nach. Jo. Weil die sind wahrscheinlich schon viel früher gekillt worden. Wollen wahrscheinlich jetzt wieder ein Head nach Herb und werden wieder gekillt. Und ich weiß nicht. Bei mir ist es immer so ein bisschen, ich tue nicht mehr dann etwas versuchen, wenn ich öfters gekillt werde. Ich bin einfach einer, der halt wirklich sozial bin und den anderen hilft, oder?
und auch ein bisschen zusammen mit den anderen geht, aber auch nicht so richtig angreift, wenn wir dann zu übermächtig sind. Dann mache ich einfach nur einen Debuff oder einen Buff und das reicht mir. Aber die anderen so, ja, Baba, der muss natürlich die Kills alleine holen und so. Ja, die Spieler, die Gemeinschaften regnen es manchmal schon ein bisschen assi, aber kann man nichts machen. Ich meine, ja, man könnte ja mal einen Schlag weniger als Barbar oder als Schütze machen oder einen Servo mal nicht machen, damit die anderen noch einen Anteil am Kill bekommen. Vor allem der Ritter halt, der arme Ritter Barbar, der Ritter Drago. Jo. Samal ist wahrscheinlich nicht so eine gute Idee jetzt. Ja, lieber Manny. Gut. Und ja, ich bin eben auch nicht richtig drin. Ich will an gewissen Zeiten einfach andere Spiele spielen. Und will nicht immer die ganze Zeit auf die anderen Spieler warten, bis die endlich mal Lust haben, wieder zu zocken oder so. Es ist ein bisschen, wie sagt man denn? Es ist sehr zeitabhängig, ob du jetzt wirklich Spaß am Spiel hast oder nicht. Du kannst momentan also wirklich echt schlechten Spaß haben. Weil jetzt ist bald das Oster-Event, dann kommen die Leute wieder und dann sind sie wieder sofort weg und kommen wieder nicht. Ja. Kann man sagen, man halt irgendwas machen zwischendurch. Irgendwie ein Dauer-Event, Seasons machen zum Beispiel, wo nicht jetzt zum Beispiel ein Charakter-Reset sind oder so, nicht so, sondern einfach, dass man zum Beispiel im Winter irgendwie böse Eisgolems oder so hat oder sonstige Sachen. Die hat auch wirklich auch geradet werden müssen während einer Schlacht oder so. Und im Frühling sind es halt irgendwelche Elche oder so. Keine Ahnung. Osterhasen halt. Aber so wie jetzt eigentlich auch XP Boost Events und so gibt, ist es halt wirklich nicht worth, so viel Zeit zu investieren in Ringen. Also ich spiele gerne 2 Stunden pro Tag. Mehr will ich nicht spielen. Kann ich auch nicht. Und jo, das am besten am Abend. Aber am Abend habe ich immer so das Gefühl, die Leute steigen am Abend. Weil es einfach auch nicht so viel Spaß macht, wenn zu viele Leute drin sind im Spiel. Es ist irgendwie nie mehr so, dass wirklich an einer gewissen Stelle mal ganz viele Leute online sind. Sondern echt, manchmal echt. Jo. Schon genügend natürlich. War auch ein bisschen trist ist und ein bisschen fragt, was sind denn die anderen Spieler schon wieder? Wo sind sie? Keine Treue, keine Lust oder so. Hat sich wieder umgewandelt. Ja, halt. Karnevalkostüm noch. Ich hätte Lust gehabt aufzusetzen. Das sieht so richtig aus, oder? Wegen der Größe. Mit so einem dicken Schwert. Sieht das so richtig Ding aus. Also das machen wir nach hinten, das machen wir nach vorne. So. Jetzt habe ich echt eine Buff-Skill, ne? Ich hätte vielleicht doch noch ein Ding machen. Ein Schwindelzauber-Ding-Skill. Also er macht immer zwischendurch und dann mega Spaß. Aber so wie jetzt gerade, ja, die Forts sind halt einfach ein bisschen zu dicke für so wenig Spieler. Es sind eigentlich viele Spieler, aber trotzdem Forts erobern macht keinen Spaß und das macht man dann ständig. Man macht ständig. Ich habe eben im Forum mal geschrieben, wenn ihr Lust oder das Ding habt, Leute wollt, die irgendwas machen, bin ich zur Stelle. Aber ob es jetzt wirklich noch was wird, weiß ich nicht. Jetzt das gestern geschrieben. Bis heute ist niemand, hat niemand geschrieben. Ja, man muss immer so ständig schwierige Dinge machen, weißt du? So Aufgaben, bis man irgendwie wieder Developer, also Ding wird, Game Master oder so. Aber ich will lieber jetzt dieses Mal Developer oder so sein und direkt nochmal
verbessern, oder? Ist doch mal die Zeit. Und das würde ich da auch wirklich auch sehr gerne machen. Ich kenne mich aus mit Verbessern. Ich habe viele Mods schon entwickelt, viele Games schon angefangen und meist ja, also meist. Ich habe sie dann einfach ein bisschen ruhen lassen. Ich habe sie nicht unbedingt fertig gemacht, weil das ist meistens halt extrem lange dann. Aber spielbar sind sie immer alle gewesen und habe sie den Kollegen geschenkt und so. Und größere mache ich seit ungefähr so einem Jahr. Mache ich ja größere Games, die werden halt nicht so schnell fertig. Und ja, mit Unreal Engine 5.1, mit Roblox. Und halt Mods in Minecraft noch. Mit Ding habe ich aufgehört, mit Unity Engine. Wenig Frauen, da. Ludi Mary. Kenne ich auch schon. Wir haben Besen plötzlich gekommen. Oh, da. Ja, die. Die kenne ich. Habe ich eigentlich bei mir oben stehen Marshall von Eistempelorden? Weil sie heißt nur Ding, also keine Großmeisterin. Da. Ich denke schon, weil Großmeisterin ist auch ein bisschen ein größerer Name. Ja. Ich denke nicht. War sie echt lange nicht mehr online gewesen? Aber ich finde, Regnum ist das Spiel, was man eigentlich am meisten wieder spielt nach einiger Zeit, wenn man wieder Lust drauf hat. Nie aufhört zu spielen. Es ist einfach genau das Spiel, was ich so brauche für den Hintergrund, für den, ja nein, eigentlich schon den Vordergrund, aber einfach immer wieder so ein bisschen zurückholen. Die Reichweite ist ja kacke aus. Oh, ja, mir selber. Nein, mir selber mache ich ja nicht. Oh. Ich habe schon lange nach dem anderen deutschen Streamer gesucht, aber ich weiß nicht, der ist, ich glaube, am Nachmittag im Online, wenn ich da und auf die Woche nicht kann. Ah, Mini-Pimmel. Da kommen schon wieder mehr, hä? Toll, ey. Leute, wenn ihr einmal wirklich Zug schickt, ja, schaut euch das mal an. Der andere geht wahrscheinlich voll rein. Das nervt einfach, Leute. Kommt doch mal hier hin. Da unten ist die Action. Ihr seid solche Angsttaschen. Ich will nur zurückkehren. Ich will nur zu euch zurückkehren. Könnt ihr wenigstens helfen? Naja, nichts an die Leute, die halt ein bisschen mehr, weniger Respekt haben, aber es ist halt, jo, ein bisschen helfen wäre nicht schlecht. Ein Rätsel ist jetzt auch nicht immer der dickste. Jetzt sterben wir wahrscheinlich, weil es so viele sind. Wieso sind es immer so viele Egen? Was machen die? Die haben irgendwie jemanden, der sie finanziert, damit sie arbeiten. 100%. Die werden finanziert. Von Bayern. Von ihren. Nein. Natürlich nicht unbedingt. Und das war jetzt am Wochenende wieder richtig heftigst. Das Dortmund. Ja, da nicht so viel machen konnte. Die zwei haben sie ja verloren.
ist schon mächtig, was bei den Menschen da die Beine stellt manchmal, ist schon richtig geil. Jetzt einfach wegen der Farbe, nicht wegen dem Aussehen oder sonst irgendwas. So. Ja, also ich tue mal drinnen Waffen, wie gesagt, ich bin noch nicht zäh genug. So. Wenn ich selber noch mal ein bisschen schützen. Okay, sie kommen gar nicht so schnell. Lol. Sie warten immer noch dort. Oh, hey, pass auf. Du, pass auf. Und zwar ist der runter. Okay. Da ist er wieder. Jo. Wir haben schöne Gegner. Wirklich schön, aber sie sollten mal kommen. Greif an, komm schon. Andere greift auch an. Ich will Action. Ja, da. Der Käse. Der Käse. So. Okay. Jo, wir haben ein paar Sultas Terror auf der Fresse. Ja, lasst euch abschlachten. Ich gehe rein, weil ich muss buffen. Kann nicht die ganze Zeit da gestunt werden oder nicht genügend machen. An mir aus, dann heile ich mich ja kurz mit dem Mana. Das heißt, Mana auffüllen. Ich werde sie jetzt raus. So. Voice Chat wäre auch cool in diesem Spiel. Aber bitte nur auf Deutsch. Nein, auf Englisch alles. Dankeschön, dass du noch rausgingst. Ah, die greifen von der Seite, also von vorne an. Lieber ein bisschen anders. So, ich muss noch kurz schauen, wie lange. 29. Ja, wir überleben das. Ja, dann müsste hier niemand mehr. Okay. Leute, was macht ihr jetzt? Als BS. Ich dachte so, hä, BS? Scheinbar neuer Spieler, der kennt mich noch nicht. Ja, ich bin der einzige noch Überlebende. Ich gehe nach Hause. Ich fliege jetzt. Wo sind die anderen? Da oben ist. Nein, keiner. Doch einer ist doch da oben. Da. Bitte schon wieder in den Weizling-Insel. Jo. War schön. Hat mir ein bisschen geholfen hier. Aber denke,
Leute. Wir können halt nichts mehr machen. Also ich kann nichts mehr machen. Und die anderen halt sterben, dann sterbe ich ja nicht. Oje. Wir sind so unterlegen zahlenmäßig, das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich werde sterben, aber noch wird noch irgendwie abgefangen. Es ist halt hier schon recht ungemütlich zum Abhauen. Ja, wieso nicht? Huh. Ja. Es kommt halt niemand hier. Ich werde sofort wieder abgeschossen, wenn ich wieder schaue. Ja, ich riskiere es nicht. Vielleicht sind wieder Leute gekommen, aber es waren ja alle irgendwo dort. So viele. Ich habe überlebt. Aber ich mag das nicht. Okay, jetzt wird es angegriffen. Ich mag das nicht, wenn man halt dann sich noch opfert oder sonst irgendwas. Bin ich jetzt nicht so einer, der jetzt sagt, jo, wir spielen da wirklich auf Realismus oder man macht es wie die Japaner und tötet sich halt einfach selber. Ne. Ja, ist das Hakimoshi oder so etwas? Ne, ne. Gehe ich lieber nach Hause. Schön nach Hause und chill mir eins im Stream. Gut, das war's mit dem Video. Dankeschön fürs Zusehen. Und jo, ich werde sich wieder ein Video aufnehmen, wenn wieder mehr los ist. Also auf YouTube eben seht ihr da Highlights. Jo, ich werde dann auch manchmal mal nicht reden, außerhalb vom Livestream und dann schneiden, damit es vielleicht noch ein bisschen spannender ist. Ah, hier ist wieder der fliegende Baum. Genau. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche, Fragen oder Sachen habt, dann dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Tschüss YouTube und ja, mit dem Livestream geht's weiter auf Twitch. Tschüss.